Ja, hallo. In diesem Video geht es um die Laplace-Transformation der Sinusfunktion. Und wir nehmen nicht die nackte Sinusfunktion, also Sinus von t, sondern Sinus von b mal t. Wobei b irgendeine Konstante ist und diese Konstante b ist Element der komplexen Zahlen. Ne? Natürlich kann b auch reell sein, ja, aber wir lassen auch komplexe b zu. Ja, man könnte das jetzt folgendermaßen machen. Man bildet wieder die Laplace-Transformation und da macht man ja drei Schritte. Man schreibt die Funktion hin, also Sinus von b mal t. Zweiter Schritt, man multipliziert mit e hoch minus s mal t. Und dritter Schritt, man integriert über t und zwar von 0 bis unendlich. Das geht, aber um dieses Integral hier zu lösen, müsste man zweimal partiell integrieren. Das geht auch, aber das erfordert so ungefähr drei Tafeln und andere Leute auf YouTube haben das gemacht und das ist wirklich eine irre lange Rechnung und deshalb wischen wir das mal wieder weg. Da gibt es nämlich einen viel kürzeren Weg und zwar habe ich ja in einem der vorigen Videos, im vorletzten Video, die Laplace-Transformation der komplexen E-Funktion hergeleitet. Ne, das war 1 durch s minus a. So, jetzt gibt es einen Zusammenhang und den habe ich im vorigen Video erklärt. Man kann ja die Sinusfunktion durch komplexe E-Funktionen ausdrücken. Ja, also werden wir Folgendes machen. Wir werden die Sinusfunktion mithilfe dieser berühmten Formel hier, die ist ganz berühmt, durch komplexe E-Funktionen ausdrücken. Ja, Sinusfunktion hier durch komplexe E-Funktionen ausdrücken. Und wie man die komplexe E-Funktion Laplace transformiert, das wissen wir ja bereits. Gut, fangen wir also an, indem wir, wie gesagt, die Sinusfunktion hier mithilfe dieser Formel durch einen Term komplexer E-Funktionen ausdrücken. Dann haben wir hier also L für Laplace-Transformation, das schreibe ich also wieder dahin. So. Und da kommt I Bruchstrich. Und der Nenner heißt 2i, dann sind wir da schon mal fertig. Jetzt muss ich so ein bisschen mit dem Platz aufpassen. So. Dann steht im Zähler die E-Funktion und im Exponenten steht i und ein a. Das a müsst ihr aufpassen. Das a ist dieser Koeffizient von t und der heißt hier b. Ne? Also das, was hier a ist, ist hier b. Also muss ich da statt ein a ein b hinschreiben. So, da kommt noch ein t. Und dann sind wir mit dem ersten Term fertig. Da kommt also ein Minuszeichen. Da kommt noch eine E-Funktion. Da kommt im Exponenten ein Minus. Da kommt im Exponenten ein i. Dann kommt im Exponenten ein a. Da haben wir gesagt, das a heißt hier b. Und da kommt noch im Exponenten ein t. Und dann sind wir damit erstmal fertig. So, als nächstes wenden wir eine Regel an, die ihr schon kennt. Und zwar Konstanten kann man vor die Laplace-Transformation ziehen. Dann erhalte ich also hier 1 durch 2i. Ne? Also ich ziehe hier den Nenner vor das Laplace-Zeichen. 1 durch 2i mal die Laplace-Transformation vom Zähler. Der bleibt dann übrig und der Zähler heißt e hoch ibt minus e hoch minus ibt. Okay, so, mehr kriegen wir auch nicht mehr in die Zeile hin. Als nächstes wenden wir die Regel an, dass ich bei einer Laplace-Transformation jeden Summanden hier einzeln transformieren darf. Ne? Und das gilt auch für Differenzen. Denn jede Differenz, ne, a minus b, kann ich ja auch als Summe schreiben, a plus minus b. Ne? Deshalb rede ich, wenn ich Differenzen habe, trotzdem meistens von Summenregel. Gut, also ich darf hier jeden Summanden getrennt Laplace transformieren. Dann erhalte ich zunächst einmal wieder das davor schreiben, 1 durch 2i. Dann kommt dahin eine große Klammer. Und jetzt transformiere ich die, wie gesagt, einzeln. Einmal transformiere ich hier e hoch i mal b mal t.
Und davon ziehe ich ab die Laplace-Transformierte von e hoch minus ibt. So, jetzt muss ich mal mit den Klammern aufpassen. Okay. Ja, also nochmal, einfach hier nur die Summenregel für die Laplace-Transformation anwenden, jeden Summanden getrennt Laplace transformieren. So, jetzt habe ich hier zwei einzelne E-Funktionen, die ich Laplace transformieren will. Ja, und wie man das macht, wissen wir bereits. Das haben wir im vorletzten Video gelernt. Die Formel habe ich da nochmal hingeschrieben. Gut, aber zunächst einmal schreiben wir wieder den Faktor davor. Nicht, dass wir den noch näher vergessen. So, dann kommt hier die eckige Klammer. Die kann ich ja schon mal hinschreiben. Und jetzt werden diese zwei Transformationen einzeln durchgeführt. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Und zwar mein Exponent, oder besser gesagt der Koeffizient hier, heißt a. Ja? Und mein a, was auch hier hinkommt, ist jetzt i mal b. Also a, schreibe ich mal hin, ist hier bei uns i mal b. Gut, dann erhalte ich also 1 durch s minus a. Und ich habe gesagt, mein a ist jetzt i mal b. I mal b. Okay, dann habe ich hier ein Minuszeichen. Und jetzt transformiere ich das hier. Also diese E-Funktion wieder nach dieser Regel hier. Und da muss ich wieder aufpassen. Mein Exponent oder der Koeffizient hier im Exponenten, das a ist jetzt minus i mal b. Minus i mal b. Ja, jetzt schreibe ich wieder hin. Die Lösung ist 1 durch s minus a. Und statt a schreibe ich hin minus i mal b. Minus i mal b. So, und da seht ihr, da sind zwei Minuszeichen, die heben sich auf, also plus i mal b. Okay, ja, das ist schon fast das Ergebnis. Das werde ich jetzt noch ein bisschen nach den Regeln der Bruchrechnung vereinfachen, aber vom Prinzip her ist es schon das Ergebnis. Gut, dann vereinfachen wir mal diese Klammer hier. Das sind zwei Brüche, die fassen wir zusammen und der Hauptnenner heißt dann s minus i mal b mal s plus i mal b. Ja, also s minus i mal b mal s plus i mal b. Na, also was jetzt folgt, ist alles einfache Bruchrechnung. Gut, und damit der hier, dieser Bruch auf den Hauptnenner kommt, muss ich mit diesem Nenner hier erweitern. Ja, das heißt, ich erhalte hier im Zähler s plus i mal b. Dann kommt das Minuszeichen. Und diesen Bruch, wenn ich den auf den Hauptnenner bringen will, muss ich mit diesem Nenner hier erweitern. Und dann habe ich hier also s minus i mal b. So, jetzt eine große eckige Klammer drumherum und dieses hier nicht vergessen. Okay. So, das kann ich jetzt hier vereinfachen. Also, steht ein Minus vor der Klammer, kehren sich alle Vorzeichen um. Und hier brauche ich sowieso keine Klammer. Dann kürze ich dieses S hier weg. Also, das hebt sich auf. Und hier im Zähler bleibt übrig, ich schreibe es mal hin. Im Zähler bleibt übrig 2 mal i mal b. So, und den Nenner hier, das ist die dritte binomische Formel. Da kommt also hin s Quadrat minus i mal b Quadrat. I mal b Quadrat. So, i mal b Quadrat ist ja nach den Regeln der Potenzrechnung i Quadrat mal b Quadrat. I Quadrat mal b Quadrat und i Quadrat ist ja minus 1. So, und jetzt habe ich zwei Minus da stehen und Minus ergibt zusammen Plus und dann bleibt da übrig s Quadrat plus b Quadrat. B Quadrat, so. Und 2i kürze ich auch noch weg. Ja, und dann behalte ich also übrig b durch s Quadrat plus
B². Ich schreibe es mal ein bisschen schöner. So, B durch S² plus B². Und dann rahme ich das auch ein, weil das ist jetzt die Lösung. Ja, also die Laplace-Transformierte der Sinusfunktion oder genauer gesagt von Sinus B mal T ist B durch S² plus B². So, im zweiten Teil des Videos müssen wir noch den Konvergenzbereich bestimmen. Also, erstmal so einen Überblick. Wir haben ja hier die Sinusfunktion durch diese beiden komplexen E-Funktionen ersetzt. Ja, ich mache hier mal so einen Strich hin. Ihr seht gleich warum. Einmal hier so. Und einmal hier. So. Und ja, wie gesagt, also die Sinusfunktion durch die beiden komplexen E-Funktionen hier ersetzt. Und da weiß ich den Konvergenzbereich, der lautet Re S muss größer sein als Re A. Ja? Und was war A? A war hier oben der Koeffizient im Exponenten und der heißt ja jetzt I mal B. Ja, also hier steht ein A vor den T und hier steht I mal B vor den T. Also aus Re A wird jetzt Re I mal B. Ja, ganz einfach. Gut, jetzt sind viele Leute irritiert, die sagen sich, Moment mal, der Realteil von I mal B, ne, also I mal B, das sieht ja aus wie eine imaginäre Zahl. Das ist der Imaginärteil. Und was bedeutet denn der Realteil eines Imaginärteils? Na, aber da müsst ihr aufpassen. B haben wir ja hier oben hingeschrieben, ist selber wieder eine komplexe Zahl. Ja, also B kann ich zum Beispiel schreiben als x plus iy. So, und jetzt seht ihr, dass das Ganze schon Sinn macht. Na, wenn ich das hier ausmultipliziere, dann habe ich hier ix. Ja, und x war vorher Realteil, wird aber jetzt plötzlich zum Imaginärteil. Und weil i Quadrat, wenn ich das hier ausmultipliziere, minus 1 ergibt, ne, wird dieser Imaginärteil jetzt plötzlich zum Realteil. Also dieser Ausdruck macht schon hier Sinn. Ne? Das wollte ich euch dabei sagen, weil das sieht so aus, als macht dieser ganze Ausdruck keinen Sinn. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Wir schreiben dieses B jetzt auch so, wie ich es gerade mal gesagt habe, ausführlich. Also, ich habe hier Realteil von S. Die linke Seite bleibt immer gleich. Da steht jetzt immer Realteil von S. Und hier mache ich Folgendes. Ich schreibe, wie gerade gesagt, dieses B hier ausführlich. Da kann ich jetzt irgendwelche Buchstaben nehmen. Ich nenne mal das U plus VI, ja, also ich hätte auch schreiben können x plus yi oder so. Ne? Muss ich mir nur irgendwelche Buchstaben für Real- und Imaginärteil ausdenken. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich multipliziere das aus, wie ich gerade schon gezeigt habe. Dann habe ich hier Realteil von S ist größer als Realteil von i mal u plus i. Ja, wenn ich das ausmultipliziere, erhalte ich i Quadrat. Das ist minus 1, also habe ich schon mal ein Minus. Und da habe ich noch ein V. Gut, soweit sind wir schon mal. Ja, als nächstes bestimme ich jetzt hier den Realteil. Und der Realteil ist natürlich hier minus V. Ne? Das ist eine komplexe Zahl. Realteil, U ist Imaginärteil. Das I ist die imaginäre Einheit. Also man sieht ganz klar, der Realteil ist minus V. Also kann ich hinschreiben, Realteil von S muss größer sein als der Realteil als minus V. Minus V. So, jetzt überlegen wir uns, was war denn überhaupt V? Na, V gehen wir mal zurück. Das ist dieses V hier. Dieses. Ich nehme mal eine andere Farbe. Dieses V hier. Ja, und dieses V ist doch hier der Imaginärteil von B. Ja, ich hatte ja dieses B ersetzt hier durch, also diese komplexe Zahl B ausführlich geschrieben. Also dieses V ist der Imaginärteil,
ne, steht ja vor dem i, der Imaginärteil von b. Also kann ich hier hinschreiben, re s ist größer als minus den Imaginärteil von b. Ne? Und b war eben, wie gesagt, hier oben dieser Koeffizient in der gegebenen Sinusfunktion. Gut, das Gleiche müssen wir hier nochmal machen, ne, damit auch diese Laplace-Transformation im Konvergenzbereich stattfindet. Da mache ich jetzt mal hier so einen Trennstrich und hier auch. Also machen wir das Gleiche jetzt nochmal für die zweite E-Funktion. Geht fast genauso. Also die Bedingung lautet für eine komplexe E-Funktion, der Realteil von S muss größer sein als der Realteil von a. a war hier oben der Koeffizient von t und das ist jetzt minus i mal b, ne? Also nicht mehr i mal b, sondern minus i mal b ist also fast das Gleiche. So, gut, jetzt ersetzen wir wieder hier die komplexe Zahl b, ne? Ich habe ja hier oben gesagt, b ist komplex oder darf komplex sein durch u plus v mal i. Und dann erhalten wir Res, also die linke Seite bleibt jetzt immer gleich, ne? Res muss größer sein als Re. Jetzt muss ich eine eckige Klammer nehmen. Minus i. Und b ersetzen wir, wie gesagt, durch u plus vi. U plus vi. So, jetzt multiplizieren wir das alles wieder aus. Dann habe ich hier auf der linken Seite wieder Res. Muss größer sein als Re. Und jetzt kommt die Außenmultiplikation. Dann habe ich hier minus i mal u. Minus i mal u. So. Und minus mal plus ergibt schon mal ein Minus. Minus i mal v mal i. Ja. I mal i gibt minus 1, also dreht sich das Vorzeichen nochmal um und ein v dahin. So, der Realteil von dieser komplexen Zahl, sieht man auf einen Blick, ist natürlich v. Also habe ich hier Re von s muss größer sein als v. Und jetzt fragen wir uns wieder, was war v? Ja, wir hatten ja b geschrieben als u plus vi. Also dieses v hier ist nichts anderes als der Imaginärteil von b. Ja, also schreibe ich hin, Realteil von s muss größer sein als der Imaginärteil von b. Okay. So, als nächstes wollen wir die beiden Bedingungen zusammenfassen, ne, denn beide Bedingungen müssen erfüllt sein, hier und hier, damit das Ganze funktioniert. Da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. Manche denken vielleicht, also die Bedingung brauche ich ja nicht, denn hier habe ich ja ein Minus, das ist ja kleiner als das hier, aber wir wissen ja nicht, ob der Imaginärteil von b positiv oder negativ ist, ne? Denn wenn der Imaginärteil von b negativ ist, dann habe ich durch das zusätzliche Minus etwas Positives und hier was Negatives. Ja, also müsst ihr aufpassen und deshalb müssen wir mit der Maximumfunktion das schreiben. Also, ne, das war verkehrt. Also erstmal kommt natürlich hier hin Res. Res muss größer sein als das Maximum dieser beiden, ne, also von minus Imaginärteil von b und den Imaginärteil von b. Ja? Gut, das Ganze kann man nochmal einfacher schreiben. Man kann das nämlich folgendermaßen schreiben: Der Realteil von S, ich hoffe, das passt jetzt noch darunter, muss größer sein als der Betrag von Imaginärteil von B. Ja, das ist vielleicht etwas eleganter als hier das mit der Maximumfunktion. Ja, machen wir noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir wollten also die Funktion Sinus von b mal t transformieren und da haben wir gesagt, dann nehmen wir einfach diese Formel hier, die aus der Eulerschen Formel folgt, ein Korollar sozusagen davon ist und ersetzen die Sinusfunktion hier durch komplexe E-Funktionen. Dann haben wir gesagt, man kann eine Konstante vor die Laplace-Transformation ziehen und jeden einzelnen Summanden getrennt transformieren.
Ja, und das haben wir dann auch gemacht mit Hilfe dieser Formel hier. Wir wissen ja bereits aus einem vorigen Video, wie man die komplexe E-Funktion transformiert. Das haben wir dann hier gemacht. Dann haben wir das nur noch mit Hilfe der Bruchrechnung hier vereinfacht und dieses Ergebnis erhalten. Gut, dann haben wir uns den Konvergenzbereich vorgenommen. Wir haben ja hier zwei komplexe E-Funktionen transformiert und den Konvergenzbereich haben wir ja schon in dem Video ermittelt, als wir hier diese Transformation durchgeführt haben. Da haben wir gesagt, Re-S muss größer sein als Re-A. Ja, A ist hier dieser Faktor im Exponenten und der heißt dann eben hier I mal B, ja, beziehungsweise minus I mal B. Gut, und dann haben wir hier den Konvergenzbereich von dieser Funktion, beziehungsweise hier auf der rechten Seite von dieser Funktion hier ausgerechnet. Und weil beide Konvergenzbedingungen natürlich erfüllt werden müssen, haben wir die zusammengefasst hier mit der Maximumfunktion oder alternativ mit einem Betragszeichen. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.